Verus, ein ehrgeiziger Zauberlehrling in den geheimen Hallen des Manas, wurde rasch mächtiger. Die irregeleiteten, ängstlichen alten Meister hatten nur wenig zu bieten. Insgeheim praktizierte Verus die verbotenen Künste und schließlich löschte er seine Lehre aus und beanspruchte das Mana der Insel für sich. Aus den Tiefen rief eine Stimme zu ihm. Der Blutgott Kedral führte Verus mit Macht in Versuchung, die seine Lehrer vor ihm verborgen hatten. Verus widerstand. Doch die Versuchung durch den Dämon blieb bestehen.